Ja, trotz Lockerungen bleibt die Lage in der Gastronomie angespannt. Das zeigt jetzt auch das jüngste Beispiel vom Restaurant Om Dor in Homberg. Ja, der Anfang einer großen Pleitewelle in der Duisburger Gastronomie. Der Dehoga sorgt sich auf jeden Fall um die Zukunft der Branche. Und darüber spreche ich jetzt mit Marc Weber, er ist Vorsitzender vom Dehoga hier bei uns in Duisburg. Herr Weber, ich grüße Sie. Hallo. Schönen guten Tag. Herr Weber, erneut schlechte Nachrichten jetzt hier aus Duisburg, dieses Mal aus Homberg. Wie sehr schmerzen Sie solche Nachrichten? Ja, zum einen, Sie sind selbst Gastronom, zum anderen natürlich auch Vorsitzender vom Dehoga. Ja, natürlich schmerzt das insbesondere, weil es war vorhersehbar und unserer Meinung nach ist das erst der Anfang der Pleitewelle. Die große Pleitewelle, die wird erst im Winter voraussichtlich kommen. Jetzt halten sich noch ein paar Betriebe über Wasser durch Außengastronomie, in der Hoffnung auch, dass Soforthilfe nicht zurückgezahlt werden muss. Und wenn da Änderungen passieren, da braucht nur ein bisschen was passieren. Die Betriebe sind einfach im Moment einfach immer noch am Limit und etwas ein bisschen da verschoben und schon hängt man in der Insolvenz drin. Ja, auf die Soforthilfe gucken wir gleich noch. Da gab es in den letzten Wochen ja besonders großen Ärger. Vielleicht bleiben wir noch beim Beispiel Om Dor. Mehr als 16 Jahre Erfahrung hat Ihr Kollege Helmut Dormann mit seinem Restaurant in Homberg. Zeigt dieses Beispiel, dass es ja letzten Endes egal ist, wie viel Erfahrung man in dem Bereich hat, dass es eben zurzeit jeden treffen kann? Ganz genau, das kann tatsächlich jeden treffen. Also diejenigen, die vor der Corona-Krise finanziell noch sehr gut dastanden, die halten ein bisschen länger aus. Und die, aber auch die, die haben im März, April erschreckend große Summen verloren. Da ist einfach Geld verbrannt worden. Und auch heute noch sind die meisten Betriebe auf einem Umsatzniveau, wo jeden Monat noch Verluste eingefahren werden. Und da man gegen die Corona-Krise selber als Unternehmer nichts machen kann, das heißt, da steht man einfach machtlos der Sache gegenüber und somit trifft es jeden. Sie selbst sind Geschäftsführer von ja im Gastgewerbe vom Webster Brauhaus am Dellplatz. Wie groß sind persönlich Ihre Existenzsorgen gerade? Ja, die sind genauso groß. Die sind, uns ging es vor der Corona-Krise wirklich finanziell sehr gut. Da wir noch länger am Markt sind, demnächst fast 30 Jahre, sind wir auch in der glücklichen Lage, dass wir so gut wie schuldenfrei sind. Dementsprechend haben wir verschiedene Verbindlichkeiten jetzt nicht. Aber auch wir sind vollkommen angewiesen auf die staatlichen Hilfen im Moment. Also wird es diese Soforthilfe nicht geben, wird es die Kurzarbeit nicht geben, dann hätten wir schon zumachen müssen. Jetzt gab es eine düstere Prognose vom Bundesvorstand des Dehoga, demnach jeder dritte Betrieb im Gastgewerbe sei im Moment in seiner Existenz bedroht. Also wirklich eine erschreckende Anzahl. Ihre Einschätzung dazu, wie realistisch ist diese Zahl im Moment? Ja, das ist ja, Statistik ist immer eine Durchschnittszahl. Wenn man jetzt die Urlaubsregionen jetzt an der Küste anguckt, wage ich mal die Behauptung, dass es da nicht so schlimm aussieht. Aber in den Innenstädten sieht es schlimmer aus. Und da ist Duisburg besonders getroffen, weil wir haben zwar Innenstadttourismus, aber der findet im Moment auch kaum statt. Also die ganzen Gruppenreisen, die zum Beispiel mit der Weißen Flotte dann Innenhafenfahrt machen und dann in die Gastronomie, in die Geschäfte reingehen, die sind komplett weg im Moment. Das findet so gut wie nicht statt. Es finden zwar kleinere Gruppen, also so Familien, die fahren mit dem Schiff, aber die großen Bussen, die sind nicht da. Und die ganzen Geschäftsreisen, die fehlen im Moment immer noch. Und da ist keine Deadline zu sehen, wann das aufhören wird. Das wird bestimmt nicht sich so schnell ändern und dementsprechend sind die Gastronomiebetriebe und die Hotelleriebetriebe natürlich besonders auch in den Innenstädten am härtesten getroffen. Und da sage ich mal, wenn man nicht zu einer großen Kette gehört, wenn man Individualbetrieb ist, dann würde ich mal sagen, dass wir mehr als 30% Betriebe haben, die von der Insolvenz bedroht sind. Jetzt sollte gerade da die Soforthilfe von Bund und Land eben für ein wenig Entspannung sorgen über die vielen Monate. Jetzt gab es da gerade aber in den letzten Wochen großen Ärger, weil eben
ja, unerwartete Rückzahlungen drohten, weil vielen Gastronomen nicht klar war, wie kann ich diese Soforthilfe eigentlich gezielt einsetzen. Da ging es um Personalkosten zum Beispiel. Jetzt hat das Land dieses Rückmeldeverfahren erstmal gestoppt. Wie ist jetzt der aktuelle Stand? Ja, der aktuelle Stand ist genau da, wie Sie es jetzt geschildert haben, der ist gestoppt. Das Land versucht jetzt mit dem Bund da weiterzukommen, weil in der Tat sind insbesondere die ersten beiden Stufen, die 9.000, 15.000, das sind reine Bundesmittel und die Bedingungen sind vom Bund festgelegt worden. Das heißt, wenn der Herr Scholz sich da nicht bewegt, das liegt jetzt im Wesentlichen an ihm und es läuft auch über den Herrn Altmaier, über die beiden Minister. Die beiden müssen da eine Änderung bewirken. Ansonsten müsste das Land NRW es selber finanzieren. Und jeder weiß, wie gut finanziell NRW aufgestellt ist. Da sehe ich schwarz. Aber das betrifft ja in der Hinsicht auch nicht nur NRW. Das betrifft ja alle Betriebe in ganz Deutschland. Also das ist jetzt nicht ein NRW-Problem, das ist ein bundesweites Problem. Und dementsprechend sind auch die Bundesminister gefordert, hier Änderungen herbeizuführen. Also werden diese Änderungen nicht kommen, dann reden wir nicht mehr über 30% Insolvenzen, sondern wirklich deutlich mehr. Jetzt sind die Überbrückungshilfen natürlich ein Instrument gewesen, um eben ja in diesen schwierigen Monaten zumindest ein wenig Licht am Tunnel den Betrieben zu bescheren. Jetzt haben Sie auch schlechte Erfahrungen gemacht mit den Soforthilfen. Was kann man denn sonst noch tun? Was gibt es vielleicht für Instrumente, wo Sie sagen, da kann man vielleicht auch ganz lokal anpacken, um den Gastronomiebetrieben unter die Arme zu greifen? Ja, das sind die meisten Hygieneregeln, die kommen ja jetzt nicht von lokal, von den Kommunen, sondern die kommen ja vom Land. Ne? Dementsprechend sind den Kommunen die Hände gebunden. Die können da nicht viel ändern. Wichtig für die Gastronomie wäre halt, dass insbesondere im Außenbereich, dass da zum Beispiel die 1,50 Meter vielleicht ein bisschen gelockert werden würden. Das würde verschiedenen Betrieben helfen. Es würde auch verschiedenen Betrieben helfen, wenn sie im Außenbereich Parkplätze zur Verfügung gestellt bekommen, um Außengastronomie zu betreiben. Nur da reden wir jetzt immer noch nur über den Sommer und nur über die Gastronomiebetriebe. Club, Bars und so weiter, die sind ja weiterhin komplett geschlossen. Also wenn da nicht einfach massive Hilfen weiterkommen, dann sind wir schlimmer dargestellt als jetzt diese 30%. Diese Hilfen sind einfach absolut nötig. Wenn die Gesellschaft irgendwann sagt, okay, wir haben nicht genug Geld, um die Betriebe so zu unterstützen, dann muss man einfach das auch offen und ehrlich kommunizieren, dass gerade Unternehmer, so wie jetzt das Beispiel von den 16 Jahren, da hat man 16 Jahre lang gekämpft oder jetzt die letzten Monate extrem gekämpft. Man hat eventuell noch Geld reingeschossen in den Betrieb, was jetzt trotzdem alles umsonst ist. Und das kann man wenigstens den Unternehmern dann, kann es vermeiden, nicht ganz, aber man kann ihnen helfen, die Entscheidung schon treffen zu können und sagen, okay, ich bin jetzt Unternehmer, ich sage, unter den und den Bedingungen habe ich eine Chance zu überleben, das nächste Jahr noch, weil das wird ja uns eventuell noch das ganze nächste Jahr mindestens begleiten, das Thema. Oder ich muss sagen, nee, das hat keinen Sinn, das schaffe ich nicht und dann treffe ich die Entscheidung heute. Ne, dann brauche ich jetzt nicht, das noch monatelang hinauszuzögern. Man muss der Wahrheit einfach ins Auge sehen, den Tatsachen ins Auge sehen. Das hat keinen Sinn, das hinauszuschieben. Es wird noch ganz kräftige negative Nachrichten, die werden auf uns zukommen, die können wir nicht vermeiden und das muss uns allen bewusst sein. Marc Weber vom DEHOGA hier in Duisburg, vielen Dank für das Gespräch und wir drücken natürlich Ihnen und Ihren Kollegen ja alle Daumen, die wir haben, dass Sie die Zeit erfolgreich überstehen werden. Vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen auch für die Unterstützung. Dankeschön. Tschüss.